Willkommen zurück zur 42. Folge des Let's Play Civilization 3 von und mit Mitgezwitschert. Wir spielen weiter und in der letzten Folge haben wir das erste Teil unseres Weltraumfahrzeuges produziert. Das war eigentlich eher so ein Missgeschick, weil ich irgendwas gebaut habe, was eigentlich noch nicht gebaut werden sollte. Und ich dann wechseln musste zu irgendeinem anderen Ding, was ich bauen konnte. Und das war eben genau dieses Raumfahrtteil, was ich da fertiggestellt habe. Ja. Civil Disorder in Köln und Kohlegrube. Na, ist doch auch schon nicht schlecht. So, jetzt werde ich das erstmal beheben. Köln und Kohlegrube. Wo ist Köln? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß, wo Cologne ist. Cologne ist hier. Aber Köln mit Ö. Das ist schwierig. Ja. Okay, gefunden. Ja, ich wollte hier mal gucken. 7 Runden. Wundert mich auch ein bisschen, dass diese Städte alle schon nicht mehr wachsen. Aber es mangelt eigentlich nur an jemanden, der da ein bisschen weiter baut. Na gut. So, hier ist jetzt die Stelle fertig. Jetzt kann Leichtester noch weiter wachsen. Aber sicherlich nicht lange. Ich mal die Anbindung per Schiene machen. Das klingt jetzt wieder ein bisschen komisch, weil ich irgendwie im Hintergrund so eine asiatisch klingende Musik habe und das passt halt irgendwie gar nicht.
Es passt weder zu den Deutschen hier als Zivilisation, die ich spiele, noch irgendwie zu dem Zeitalter, das wir hier gerade haben. Ja, Mai ist egal. Mehr davon. Wir brauchen noch viel mehr davon. Ah, schön. Es hat zumindest noch den Vorteil, dass wir im Grunde an Orten, wo die Produktion so immens hoch ist, dass wir da in einer kürzester Zeit irgendwie Einheiten bauen können, diese Einheiten produzieren können und dann in Städte schicken können, wo die Korruption so hoch ist, dass da kaum was gebaut werden kann und dann da quasi sofort Einheiten bauen kann. Den entscheidenden Vorteil hat es schon irgendwie noch. Jo, hier ist jetzt auch alles fertig. Dann wählen wir mal so Mech Infantry. Oops. Naja, mal schauen. Also ein Hero Punch steht hier schon. Das muss ich nicht extra bauen. Interessant. Ja, und in Potsdam ist alles fertig. Dann werde ich mal für geile Verteidigung sorgen. Grows in two rounds. Was soll da groß passieren? Grows in one round.
Wir hatten hier so ein, nee, hier so ein paar Städte, wo nicht ganz das passiert ist, was ich wollte, glaube ich. Hier ist noch ein Stealth-Bomber im Bau. Genau. Das ist natürlich Unsinn. Und dann war hier, glaube ich, noch. Genau, hier. War Disorder, aber da war noch mehr Disorder. Allerdings weiß ich auch nicht mehr wo. Tja. Spätestens zum Ende der Runde wird es mir wohl gesagt werden. Gut. Das ist ja schon schön ausgebaut hier. Da ist die Verbindung gleich da. Kann er hier auch mal sich dran machen und. Oh, da ist die Verbindung schon da. Und die Pollution reinigen. Reinigen. Ich baue erstmal eine Straße. Ich glaube Heidelburg, genau, Heidelburg brauche ich auch noch. Soll natürlich kein Stealth-Bomber gebaut werden. Und hier natürlich auch nicht. Okay. Hier ist die Straße auch schon gebaut. Schon alles verbunden. Na, da entlang auch. Sehr gut aus hier nach unten. Ist alles noch per Null zu erreichen. Ja, inzwischen alles per Null zu erreichen, außer Brandenburg, aber da fehlt auch nur noch ein kleines Stück. Dahin gehen und die Verschmutzung entfernen. Okay. Das stetig abnehmende Gewusel, das ich hier doch sehr
Ja, wie soll ich sagen? Fällt mir kein richtiges Wort ein. Sehr gut strukturiert, das Gewusel. Das läuft sehr strukturiert ab. Und die Runde ist vorbei. Hier ist eine Fabrik fertig geworden. Da das eine Stadt am Fluss ist, wird hier auch schon direkt das Hydroplant fertig sein, genau. Ah, Offshore-Plattform. Oh, hier sind ja noch so viele Boote. Disorder in Exeter. So, in Agrippa, ja, Agrippina ist jetzt auch eine Bibliothek gebaut worden. Also in drei Runden wird sich hier der Einflussbereich vergrößern. Und das Disorder war nur in Exeter. Schon erledigt. So, diese Stadt ist auch angebunden. Was geht denn noch so? Wo können wir denn jetzt hier weiter unsere Kraft einsetzen? Oder können wir vielleicht hier einfach mal irgendwo in der Nähe noch ein bisschen was ausbauen, wo es an Ausbau fehlt. Zum Beispiel hier bei Hamburg. Oder hier bei New Hamburg. Ach nee, das heißt auch Hamburg. Das andere hieß New Hamburg.
Nur weiter so, nur weiter so. Nach Marseille. Da kann auch der Riffleman disbanded werden. Schicke ich runter in die Einheitenstadt. Hier ist auch die Verbindung hergestellt. Ich auch mal Pollution reinigen. Ach Leute, wenn ihr da ständig lang rennt bei Grenoble, dann baut doch einfach mal eine Eisenbahnlinie. Jetzt so ein Tipp. Nicht, dass ich nicht schon dabei wäre, aber würde vielleicht was helfen. Und die Runde ist wieder um. Das heißt, es werden gleich wieder viele Gebäude fertig werden. Das Mass Transit System fertig und damit, ja, Police Station kann ich noch bauen. Ist bereits eine Fabrik gebaut worden. Das ist cool. Nee, ich muss irgendwas bauen, was ein bisschen mehr Anspruch hat. Da ist ein Hafen fertig. Damit kann die Stadt jetzt noch schneller wachsen. Ah, auch sowas wie Fabrik sinnvoll. Oder wird gleich mal alles auf die Küste verlagert, weil das da eigentlich viel besser ist von der Produktion. Das ist Courthouse endlich fertig. Wenn ich die Bibliothek angehen. Und hier gibt es im Grunde noch so viel zu bauen. Aber das kann ich am besten auch nicht machen, weil dann werden wieder die Einheiten rummeckern, dass es irgendwie das Falsche ist. Also nicht meckern in dem Sinne, sondern das wieder ändern, was ich da gebaut habe, weil ihnen das nicht gefällt. Oh.
Werkstatt baut schon einen Bomber. Was ja Unsinn ist. Okay. So, wir sind wieder angelangt. Unload, 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 unload. Sind sechs drauf. 7, 8, 8. Okay, dann mal zuerst hier zu den Inseln. Rundum. So, Fabrik fertig, Manufacturing Plant. Would be nice. Disorder in München. Fehlt noch ein Hafen und dann wollen sie alle auch außerhalb bauen. Ist auch endlich ein Courthouse fertig. Library. Ja, Library, genau. Hier ist die Library fertig. Und am besten gleich. Ja, gut, Aquädukt muss gebaut werden. Ja, Potsdam ist wieder Starvation gewesen. Wieder alles weg. Und es wächst auch nicht mehr. Das finde ich immer seltsam. Das passiert immer wieder bei Potsdam. Wächst und dann hört es wieder auf.
Wir bauen irgendwas Sinnvolles. Oh Gott, wir haben jetzt hier nicht wirklich einen Longbowman die ganze Zeit gebaut. Krass, krass. So. Leicester, hier sind ja schon ganz gute Anbindungen in dem Bereich. Kann man mal versuchen, das hier runterzuziehen. Nach Richmond und Co. New Rome. Schon zwei Städte gebaut. Okay, bei New Hamburg geht's voran. Irgendwie. Zack. Gut. Vielleicht mal nach hier verbinden. Ja, hier sind so die Produktionsmonster, wo einfach eine Einheit nach der anderen aufgebaut wird. Die dann auch irgendwie den ganzen Kontinent versorgen. Hätten wir nicht ein Kraftwerk zu bauen, ist doch wesentlich sinnvoller. Rundum. Die Irokesen wollen mit uns reden. Ja klar, wir geben euch immer unsere Weltkarte. Moment mal, wenn wir mit den Irokesen gerade geredet haben. Dann haben wir doch kein Bündnis mit den Sioux, sondern ein Bündnis mit den Irokesen.
Ja klar, wir geben euch immer gern die Weltkarte. Also auch euch. Liebe Azteken. Naja. Dann hieß meine Folge ein bisschen falsch, aber meine Güte. Hier ist die Offshore-Plattform fertig. Auch gleich noch einen Hafen hinten dran hängen. Das ist Manufacturing Plant fertig. Da gibt es auch nur noch das Mass Transit System zu bauen. In Novgorod ist mal wieder Disorder. Und auch in Portsmouth. Alright. So, Novgorod, First. Und Portsmouth. Zack. Und hier hat sich der Einfluss vergrößert. Ja. Ganz gut. Und unsere Arbeiter sind hier gerade abgehauen. Was halt totaler Unsinn ist, weil hier noch so viel gebaut werden kann. Zumindest jetzt kann hier ganz viel Neues gebaut werden. Das sind alles noch Felder, die genutzt werden können. Ich werde hier nochmal einen Worker bauen. Und den auch direkt selbst steuern. Direkt und selbst steuern. Da wäre vielleicht auch ein Worker nicht schlecht, den ich da direkt und selbst steuere. Wäre hier auch nicht verkehrt. Ich habe halt auch noch so viele irgendwo rumzufliegen. Das ist halt auch wieder ein bisschen übertrieben ist, überall noch so einen Worker zu bauen. Obwohl es an einigen Städten echt sinnvoll wäre. Weil da immer noch nicht wirklich alle Felder genutzt werden. Hier zum Beispiel auch. Das Feld wird nicht genutzt. Oder das? Okay, da ist die Straßenverbindung da. Voranden. Weitermachen. Machen. Weitermachen. Ja, scheint mir wieder eine Runde um zu sein.
hier kann ich mal den ganzen Wald wegkacken. Oh. Das kann disbandet werden. Und die Runde ist vorbei. Ja, das war ein Let's Play, das vor allem einfach nur durch Aufbau geprägt worden ist. Die Eisenbahnlinien im Süden sind jetzt eigentlich alle ziemlich vollständig. Und dadurch sind jetzt im Süden auch wiederum alle, oder ist zumindest in Arbeit, dass die ganze Pollution da gereinigt wird. Fertig. Hier ist der Worker fertig geworden, den ich ja produzieren wollte. Und in Pointers und Riga haben wir Disorder. Okay, Pointers und Riga. Riga noch. So. Gut, Leute, dann danke ich euch mal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich gucke hier nochmal drüber. Ihr seht, das ganze Gebiet ist hier schon ganz gut von Verschmutzung gereinigt und überall dort, wo es noch nicht gereinigt ist, da sitzen zumindest jetzt schon mal Arbeiter drauf. Und sind dabei, es zu reinigen. Bis zum nächsten Mal.